Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Eins vorneweg, rechts oben steht Dauerwerbesendung, die steht dort aus rechtlichen Gründen. Dieses Video wurde aber von niemandem finanziert, unterstützt oder was auch immer. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diese Woche stelle ich euch mal das neue Motorrad vor, was jetzt kam am Donnerstag. Heute haben wir Freitag. Ich habe es mir gestern gekauft, bin dann auch noch nicht mal mit der Karre gefahren. Das werde ich jetzt erstmal machen. Das ist die Nagasaki Shinobi, heißt das Teil. Die kostet, glaube ich, 2,45 Millionen ungefähr, genau. Ja, sieht ganz schnittig aus. Ist nicht so hundertprozentig mein Fall, aber wir werden die Kiste jetzt gleich mal ein bisschen tunen. Da fahren wir mal hier in die Werkstatt rein. So, mal gucken. Panzerung. Oh, bessere Panzerung, 100%. Okay, 50.000 nehmen wir natürlich. Was sagt die Karosserie? Carbon? Naja, ich bin eigentlich nicht so der große Fan von dem Zeug. Oh. Wegverkleidung, naja, muss nicht sein. So, gucken wir mal bei die Bremsen. Superbremsen, okay, kannte ich noch gar nicht. Vielleicht war ich schon einfach lange nicht mehr hier drin. EMS-Verbesserung 4 natürlich. Auspuff. Oh. Oh, ich mag es am liebsten einen auf einer Seite. Ja, mein Tuning-Auspuff sieht ganz chillig aus. Hier vorne gibt es auch nochmal Carbon-Pakete. 10.500, okay. Ach, was soll's, nehmen wir hier einfach mal so ein Carbon. Können wir auch gleich nochmal beim Heck hinten auch nochmal Carbon ranzimmern. Frontschutze, Schutzblech, 11.700, okay, nehmen wir das auch mal gleich noch mit. Carbon-Tank nehmen wir mal auch noch. Hupe, die ist mir egal, die Hupe. Lichter sind mir auch Rille. Design, aber mal gucken. Ui, da gibt es ein paar schnittige. Meine Herren noch. Ja, sieht ganz chillig aus hier. Ja, das Blau-Schwarz sieht gut aus. Ja, das sieht ja bald aus wie Warhol hier. Princess Robert Bubblegum. Okay, ja, was nehmen wir denn da? Nehmen wir das, das sieht da ganz chillig aus. Ist mal was anderes. So, Vollkasko haben wir. Nummernschilder sind mir egal. Lackierung brauchen wir jetzt nicht mehr. Getriebe. Ah, da nehmen wir natürlich. Oh, super Getriebe. Okay, habe ich immer nicht gesehen. Renngetriebe kannte ich, aber super. Turbo nehmen wir natürlich auch wieder. Reifen. Machen wir mal schusssicher die Dinger. 25.000. Ganz wichtig in GTA. Reifenqualm ist mir Rille, brauche ich nicht. Ja, das war's eigentlich. Können wir raus und mal eine Probefahrt machen mit der Hütte. So, sind wir jetzt draußen. Ja, sieht ganz schnittig aus, das Ding. Bisschen aus wie so ein Pfingstochse, wenn er so bunt bemalt ist. Naja, ich habe mir überlegt, ich fahre mit der Hütte mal ein Zeitrennen. Ich bin das vorhin schon mal gefahren mit der Barty. Habe ich natürlich gewonnen beim fünften Versuch, glaube ich, oder sechsten. Da ich mehrmals verunfallt bin. Und ich werde mal gucken, wie die sich da so schlägt. Oh, bisher ist er eigentlich. Oh. Ich werde jetzt mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, weil bis zum Zeitrennen, das ist ja ein ganz schönes Stück bis dorthin. Genau. Ja, die fährt sich im Großen und Ganzen erstmal so. Das ist ja nur gerade Strecke hier ganz chillig. Scheint ganz gut abzugehen, vor allen Dingen, wenn man sich nach vorne beugt. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht wird es das nächste Motorrad für die Zeitrennen, aber da wollte ich eigentlich erstmal der Barty treu bleiben. So, jetzt sind wir auch schon da. Jetzt müssen wir mal noch da hochfahren.
muss schon sagen, die geht schon gut ab. Da kann man jetzt nicht so meckern. Das Ganze mal starten. Dann müssen wir erstmal den Punkt festlegen, wo ich hin muss. Hier oben an diesem Observatorium oder was das sein soll, Sternwarte. So, dann starten wir das Ganze mal. Ja. Noch nicht, aber jetzt. Das Gute ist hier bei den Hockeln, man fliegt schon mal nicht runter, das ist schon mal viel wert. So, jetzt geht's hier auf die Straße. Okay, gut, da kann man jetzt gut rum. Macht sich ganz gut. Und ich immer schön nach vorne beugen, ich weiß nicht, Wheelie, ja, ob die Karre jetzt dafür so gut gemacht ist. Bin ich so der generell nicht so der Wheelie-Fan. Mit der Wati mache ich das oft im Zeitrennen, weil da kommt man gar nicht drum rum. Da geht das aber ganz gut mit der bei gerader Strecke. Und hier, ja. Die interessanteren Stücke kommen ja gleich noch, wo man halt viel lenken muss und so. Oder was heißt viel? Also man hat relativ viele Kurven. Da kommt schon der erste Gangster, der mich hier angreifen will. Die fahren immer irgendwie in diesem komischen hier, Passivmodus oder so, das nervt mich immer. Jetzt rechts rüber und hoch, und jetzt kommt hier so ein kleiner Abschnitt, wo man doch relativ ein bisschen mit der Lenkung spielen muss. Das Gute ist, an den Huckeln hier fällt die jetzt auch nicht ab, so dass man runterfällt oder so. So, hier geht es gleich links hoch. Die Zeit gucken, okay, 1:30, das ist schon ganz gut hier. Kann noch leicht abkürzen. Jawohl, gut. Und hier jetzt scharf links hoch. 1:44 sind wir halt okay. Okay, gut, 1:52, also schon mächtig. Knapp 18 Sekunden, also 17 Sekunden schneller als normal, also als Vorgabe war. Und ich fliege jetzt mal zurück mit einem Opossum und steige dann mal auf die Hakuchu zum Vergleich. Man muss jetzt gucken, ich hatte jetzt hier zwei kleine Fahrfehler drin. Erstmal, wenn mich da der andere Typ da ein bisschen verwirrt hat. Dann auch noch, ja, hier gerade, wo ich dann noch leicht am Zaun angeditscht bin und so. Mal gucken, inwiefern ich da jetzt mit der Hakuchu unterwegs sein werde. Ablanden und die Hakuchu anfordern. Also hier sind auch die Spawnpunkte eine Katastrophe, muss ich sagen. Die sind generell oft im Spiel eine Katastrophe. Da sollte Rockstar unbedingt mal was machen. Also die Fahrzeuge sollten wirklich unmittelbar neben den Spieler spawnen. Und wie wir sind hier so 10 Meter daneben oder so. Hakuchu, die ist schon ganz schön speedy, die ist auch bei mir komplett voll aufgetuned, also alles, was ihr gerade bei der Shinobi da gesehen habt, das habe ich da auch alles reingehauen. Kuro, EMS4 und so weiter und sowas. Die ist halt nicht so für kurvige Sachen, die ist eher so für Langstrecke, die Shutaro, die Hakuchu. Und da kann die ihre Stärken voll ausspielen. Also um in der Stadt vor jemandem zu flüchten, ist die jetzt nicht so gut. So, und da haben wir wieder einen Punkt am Observatorium oben. Und da düsen wir jetzt mal hin. Ja, die ist schon ein schönes Biest, die geht schon ab. Das ist schon Wahnsinn. Ja, jetzt hier die Kurve. Ja, kann man nicht ganz so gut rum, muss die ein bisschen sogar leicht bremsen. Ja, hier geht es jetzt erstmal bloß um Zeitvergleiche, wie die Hakuchu fährt, das wissen wir ja nun alle. Kann ich euch wirklich nur empfehlen fürs Zeitrennen, holt euch die Hakuchu. Knappe 1 Million. Besser kriegt ihr das nicht hin, jede Woche das Zeitrennen zu gewinnen. Also es ist auf jeden Fall ganz chillig mit der Karre. Es ist fast schon todsicher, dass ihr das Zeitrennen mit der Hakuchu Drag gewinnt. Das ist, da braucht man sich auch nicht großartig anstrengen. Also das sind wenig Zeitrennen, wo ich da zu kämpfen habe, wo ich denn, ich glaube, das waren zwei Stück bisher, wo ich denn mit der Hakuchu schon ganz schön gekämpft habe. Da habe ich es denn gerade so geschafft. Hier wieder rein. Jetzt
die Schlänge Strecke nach oben düsen. Ja, mal gucken auf die Zeit. Ja, muss ja dazu sagen, ich hatte jetzt bisher hier keine Fahrfehler drin gehabt, großartig. Muss man mal so sagen. Bin ich auch ganz gut rum. Ich bin halt eingeübt mit der Herkultschule. Das muss man auch mal da noch in Betracht ziehen. Ja, 1,41, okay. Das sind die Bestzeit war 1,52, 78. Mal gucken, was wir jetzt schaffen. So, 1,51, 918. Also rund 800 noch mal schneller. Das ist schon. Ich denke mal, hätte ich da die zwei kleinen Fahrfehler vorher nicht drin gehabt, wäre das ungefähr die gleiche Zeit gewesen. Also, ja, muss man gucken, nicht, ob sich das Motorrad jetzt lohnt. Ich meine, es kostet immerhin knappe 2,5 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Die Hakuchu ist halt nochmal quasi 1,5 Millionen billiger mit ihren knapp 1 Million. Also, wer Zeitrennen fahren will, der ist mit der Hakuchu, glaube ich, besser dran. Und, wer die Hakuchu schon hat, der braucht das Teil nicht unbedingt. Also es sei denn, man steht natürlich auf Motorradfahren und man fährt gerne und so nicht. Also sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Mein Ding ist das Teil jetzt nicht. Kuchenlage und so schon spitze, kann man nichts sagen. Bei Hugeln fliegt man noch nicht runter. Das ist schon ganz in Ordnung. Also schon. Die Kriegsbemalung, ja, sieht auch ganz gut aus. Sieht zwar aus wie ein Pfingstochse, aber ist ja jedermann. Jedermann hat ja da seinen eigenen Geschmack. Ja. Ja, ich werde sie vielleicht mal wieder hin und wieder hernehmen für Zeitrennen, da wo es ein bisschen komplizierter wird, wo ich dann halt mit der Dings nicht so weit komme. Aber wir werden mal gucken hier im Shop. So, da haben wir hier die Legendary und da haben wir die Nagasaki. 2,48 Millionen und 500, okay, ein krummer Preis. Und hier haben wir mal zum Vergleich, wo haben wir sie denn? Da sind sie. Nagasaki Shotaro 2,225 Millionen und die Hakuchu, die war jetzt auch schon zweimal im Angebot gewesen, 976.000, die waren dann irgendwie mal 40% billiger. Also 1,5 Millionen mehr fürs Zeitrennen wäre es mir nicht wert, da ist man mit der Hakuchu besser dran. Von daher, also die Shinobi, ja, die ist ganz cool. Wie gesagt, nicht, also wer auf Motorräder steht, der kann die sich kaufen, aber fürs Zeitrennen reicht die Hakuchu aus. Ihr werdet es mit beiden Motorrädern anschaffen, garantiert. Ja, soviel dazu. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt ihr mal drunter, was ihr so von dem neuen Motorrad so seht, wie ihr das Teil findet. Ja, wie immer Anregungen und Kritiken unten rein in die Kommentare. Abo und Like natürlich nicht vergessen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis später.